Wir wollen menschliche Nähe zeigen und müssen doch zugleich Abstand halten. Das ist ja eigentlich ein Widerspruch. Ich glaube, wir müssen in diesen Tagen alle miteinander richtig umlernen. Ich höre von Menschen, dass sie Angst haben. Sie machen sich Sorgen um Kranke und Menschen aus Risikogruppen. Manche machen sich Sorgen um Leute, die jetzt in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten. Und manche machen sich auch Sorgen um all die, die jetzt vereinsamen, weil die öffentlichen Treffpunkte fehlen. Ich selber habe einen Verwandten, der Handwerker ist, dem brechen im Moment die Aufträge weg. Meine Tochter lebt und arbeitet in Frankreich. Sie kann wegen der Ausgangssperre nicht raus und ist im Moment auch sehr verunsichert. Und so machen sich, glaube ich, viele Menschen Sorgen in diesen Tagen. Was ermutigt uns in dieser Zeit? Mir hilft ein Bibelvers, in dem es heißt, Gott ermutigt uns in all unserer Not und so können wir auch anderen in ihren Nöten Mut machen. Mich ermutigen die jungen Leute, die Alten beim Einkaufen helfen. Mich ermutigen die viele, die Kontakt haben und halten über Telefon oder übers Internet, damit andere nicht vereinsamen. Mich ermutigen die Lehrerinnen und Lehrer, die zu Schülerinnen und Schülern Kontakt halten über digitale Formate und die dabei ganz viele Ideen entwickeln. Die Ärztinnen und Ärzte, das Pflegepersonal, das sich ganz aufopferungsvoll um die kranken Menschen kümmert. Mich ermutigen auch einfach die Menschen, die für andere beten. Und auch jene, die in diesen Tagen ganz einfach gelassen bleiben und zuversichtlich bleiben, aber auch den Abstand halten und vorsichtig sind und die freundlich sind mit den Verkäuferinnen im Supermarkt. Auch in unseren Kirchengemeinden und Einrichtungen passiert im Moment ganz viel. Meine Kollegin, Frau Präsidentin Bosse und ich, wir möchten uns ganz herzlich bedanken bei allen, die jetzt kreative Ideen entwickeln, die Kontakt halten und die sich ganz stark engagieren. Das ist ganz großartig. Ich wünsche Ihnen, dass Sie gut durch diese Zeit kommen, dass Sie Mut und Kraft haben, die nötige Gelassenheit. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen. Bleiben Sie in diesen Tagen behütet.